Ein Willkommen zurück hier bei Super Smash Bros. Für den 3DS. Ja, in den letzten zwei Folgen haben wir uns ja den Smash-Abenteuer uns mal gewidmet und uns das mal genauer angeschaut, das Ganze. Natürlich machen wir da auch weiter, aber ich will euch mal was zeigen, Meilensteine. Denn im ersten Part haben wir auch so ein Puzzleteil mal bekommen, 1 von 35. Und wie man schön sehen kann, kann man hier halt 35 Sachen sammeln. Ist halt so. Ob man danach, nach dieser, sag ich mal, Meilenstein-Sache, sag ich mal, wenn man alle hat, noch was bekommt, zusätzliches, weiß ich nicht. Aber da bin ich mal, sag ich mal, gespannt und lass mich überraschen. So, gehen wir mal raus hier. So, Smash-Abenteuer. Jo, gehen wir wieder ins Solo-Abenteuer. Smash-Abenteuer. Ja, wir gehen, sag ich mal, langsam aber sicher alle Charaktere mal durch, ne? Und ja, so oder so, dass man halt, dass ich selber später sehen kann, oh, der gefällt mir ja ganz gut, mit dem kann ich im Online-Modus, sag ich mal, ganz gut rumrocken. Weil bis jetzt haben wir 4, 5, sag ich mal, sogar wegen der Demo-Vision auch mal angespielt. Alle aber noch lange nicht. Deswegen, ja, nehmen wir mal den hier, weil der so komisch aussieht. Ich kenne ihn gar nicht. Beziehungsweise ist das eine Sie sogar. Ach so, wie Fit-Trainerin. Okay, gut, ich hatte nie Wii Fit, deswegen wusste ich gar nicht, wer das ist. Oh, geile Sache. Okay, man kann den Trainer oder die Trainerin aussuchen und dann halt in verschiedenen Farben. Nehmen wir natürlich den Trainer. So. Gut. Das ist echt nice. Okay, gut, dann gehen wir mit diesem Wii Fit Trainer ins Getümmel und schauen uns mal an, was so ein Wii-Trainer drauf hat, ne? Okay, gut. Okay. Was? Was ist denn das für ein Kack? Nee, damit komme ich ja gar nicht voran. Aber kann gut springen irgendwie, glaube ich. Ja, aber irgendwie so angriffsmäßig sieht das irgendwie so sehr, sehr komisch aus. Bam! Nein! Hab mich selber hier umgehauen. So. Komm hoch. Ich muss erstmal hier alles testen. Also mit B wirft man irgendwelche Chi-Kugeln. Würde ich mal so behaupten. Ja, hier so Dehnübung. Okay, gut. Das sieht echt sehr komisch aus, aber naja. Das ist so eine geile Technik hier. Dieser Strahl. Den feiere ich richtig. So, komm, hoch. Hula-Hoop. Hula-Hoop. Na, das scheiß Pokémon, ey. Das verwandelt mich jedes Mal in so einen Eisklotz. Jetzt, boah, hier ist eine Pokémon-Map, oder was? Zack, 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 zack. Komm. Sagt mein Freund. Nein. So, ja, von den Statuswerten, ich weiß nicht, sieht nicht so toll aus irgendwie. Boah. Combo, mein Freund. Aber ich bin gleich sowieso weg. Denn ich habe so einen krassen Schaden jetzt hier. Geil, hier kann ich so einen Ball werfen, indem ich das mache. Oben rechts und dann halt B werfe ich einen Ball. So, sehr schön. So, komm hoch. Okay, gut, ich will mich ja nicht zu lange aufhalten. Leider habe ich nicht zum Leben regenerieren. Das heißt, ich werde eh gleich weggesmashed. Oder oh, da war was zum Essen. Da war Food. Bam! So, komm. Komm. Okay, wie fit Trainer oder beziehungsweise Trainerin jetzt hier.
Naja. So richtig spielen kann ich sie sowieso jetzt gerade nicht, weil ich nicht alle Tricks raus habe. Aber trotzdem, die Steuerung von diesem V-Fit-Trainer, die ist ziemlich komisch irgendwie. Boah. So, jetzt bin ich bei 300% gleich. 305%. Rekord! Ich brich einen Rekord. Ne, Quatsch. So. Alter Schwede. Alter Schwede, gleich 400%. So. Zack, zack. Zack, zack. Nee, die Trainerin ist voll für den Arsch. Hat auch keine richtigen Attacken, merke ich gerade. Ne, also so. Jetzt bin ich da oben gefangen. Das ist so voll für den Arsch. So, zack, tschüss. Das hat mich jetzt richtig erwischt, das Ganze. Krass, wenn man so länger drauf hält, dann... Oh, alle kommen wieder zu mir. Oh, Nee, der V-Fit-Trainer, der ist ja voll für den Arsch. Keine Ahnung. Nein! Schade! So. Vorbei. Okay, jetzt das Finale. Das wird sehr, sehr aufregend, glaube ich. Das war ja gar nichts jetzt gerade. Ja, aber Übung macht den Meister bei sowas, ne? So, 2 gegen 2. Das hört sich noch nach einer Chance an. Dann schauen wir mal. Wo sind wir denn hier? So, komm. Komm, Baby, 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 Bam, Bam. Ach so, du bist bei mir. Zack, komm her. Ich nehm Mega Man. Da habe ich noch eine offene Rechnung. So, komm, komm, komm. Das Problem ist einfach nur, ich raff die Techniken von der Scheiß-Trainerin hier nicht richtig. So, Mega Man ist weg, glaube ich. Nee, lebt doch so ein bisschen. Jetzt hat er einen Ball von mir bekommen noch. Zack, jetzt ist Mega Man weg. Bäm, ich wollte gerade noch mal rein. Oh, jetzt noch. Gerade noch so. Aber wir haben gewonnen. Team Rot. Okay, sehr schön. Ja, aber die Trainerin war nix. Leider nichts und nichts Gutes bekommen auch, ne? Also, tja. Wen nehmen wir hier? Lucario. Komm, wir nehmen mal Lucario. Gibt's Lucario? Zurück. Eine Shiny-Variante. Ich glaube, das war das. Gerade das Gelbe. Ja. Nein! Den. Ja, dann wollen wir mal mit Lucario rumrocken ein bisschen. Lucario Aura. Okay, bin mal gespannt, was er so drauf hat. Okay, der hat auf jeden Fall Leben. Mal gucken. Okay, so zack, zack, zack. Ich guck mir jetzt gerade die Steuerung ein bisschen an. Was ist hier? So. Nice. Nice. Das ist schon mal sehr gut. So.
Zack. Zack. Ja, dieses halbe Kamehameha da, was ich mache, das ist gar nicht mal so schlecht, Leute. So, komm. Bam! Bam! Oh, Mann! Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt runter! Bam! Oh, Mann! So, ich gehe mal hoch. Ich habe keinen Bock, beziehungsweise gehe ich mal ein bisschen runter noch. So, komm. Ich will mich nicht zu lange auf einer Stelle aufhalten, irgendwie. Weil es gibt zahlreiche geile Kisten auch hier, die man eigentlich benutzen kann. So, komm, komm, komm. Go, 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 mein Freund. So. Nein! Nein, das ist die Hölle hier. Hoch mit dir. Lucario! Nein, hoch! Nein, hoch! Nein, hoch! Oh, jetzt. Oh, der hat mich erwischt da noch, der Dreckskerl. So. Das mit diesen halben Kamehameha ist interessant, klar. Aber das Problem bei diesem Gedöns ist, das ladet sich zu lange auf. Klar, umso länger man wartet, umso stärker ist dann wahrscheinlich auch die Attacke. Bam! Aber noch immerhin getroffen, das ist doch schon mal was. So, wie es aussieht, sind die Runden hier diesmal ein bisschen schlechter bei mir. Im zweiten Part war ich die letzte Runde ganz gut. Da hatten wir auch ganz gute Werte. Aber jetzt hier so. So. Zack, 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 zack. Alter Schwede, was passiert mit den Werten da unten? Alter Schwede, was ist mit den Werten da unten los? Ich glaube, das war das mit dieser Aura. So, zack, zack. Oh, die Steuerung, die muss noch richtig geübt werden, weil die ist echt, sag ich mal, die ist schon hart. Da muss man schon ein bisschen sich dran gewöhnen mit der ganzen Geschichte hier. Online-Modus Kämpfe, ja, erst dann, wenn der Sakati sein Trainingslager verlassen hat, weil das ist echt heavy. Kommen wir hier durch und dann das Dekoration. Jetzt sehe ich hier überhaupt keine einzige Geheimtür, ne? Muss ich schon hier ein bisschen meckern. Ganz am Anfang hatte ich so viele, direkt, ganz am Anfang, wo ich überhaupt nicht wusste, warum mittendrin Geheimtür. Und jetzt finde ich nicht mal eine. Zack, 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 zack. Oh, der mit seinem Verwirrungsmodus da. Yeah, sehr schön. So, zack, hoch, mein Freund. 5, 4, 3, 2, 1, 0, vorbei. Ja, so, dann bin ich mal gespannt, wie das Finale hier aussieht. Ja, wie gesagt, die ersten, sag ich mal, Parts ist antesten angesagt. Also man testet sich mit verschiedenen Charakteren ja mal an, um zu sehen, was gut ist und was schlecht ist oder sonst was. Mega Smash. Da ist Glurak in Rot. Boah, alle sind ihn ganz groß. Nein!
Da, komm raus. Einer muss hier... Ein paar müssen wir mal weg. So, die haben alle rote Zahlen hier. Die müssen mal weg hier vom... Von der Arena. Weg mit euch. Nein! Ich sehe meinen Charakter gar nicht mehr. Da ist er wieder. Also ich sag mal so, sobald einer dieselbe Farbe hat wie ich, dann wird's schwierig. Besonders bei so einer engen kleinen Map hier. Oh nein! Wieder. Okay, das ist gar nicht unsere Runde jetzt. Absolut gar nicht. Ne, da hat Glurak oder sowas gewonnen. Doch nicht. Schick. Okay. Ja, ich vierter Platz. Ja, zum ersten Mal habe ich jetzt eine Runde hier verkackt. Aber richtig, weil ich bin, ja, wie man schon sehen konnte, Arena kleine, hätte ich jetzt da auch die perfekten Items, weiß ich gar nicht, ob ich da gut wäre, keine Ahnung. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Fakt ist, ja, dass es halt ein bisschen anders alles ist. So, ja, man muss sich langsam aber sicher hier mal, sag ich mal, zurecht alles schneiden. Und, ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part, dann... Hoffentlich mal mit den richtigen Strategien und etc. Ich schaue mir das Ganze jetzt nochmal in Ruhe an. Denn wie gesagt, die Steuerung ist schon ein bisschen hart. Muss man schon zugeben, das ist nicht wieder ein schöner Controller oder sonst was. Das ist schon ein bisschen markant hier das Ganze. Und ja, die Kamerabewegung. Ne? Wenn, das ist ein kleiner Bildschirm und da muss man sich vorstellen, da auf diesem kleinen Bildschirm sind mehrere Charaktere drauf. Und dann wird's heavy, ne? Dann wird's heavy. Deswegen, ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part dann. Den... Wie hier gewohnt, dann halt mit einer anderen Klasse, mit einem anderen Charakter. Mal schauen, wer. Vielleicht Pac-Man. Pac-Man sieht auch geil aus, auf jeden Fall. Jo, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Part. Und ja, viel Spaß beim selber Spielen, ne? Euer Zakadies.